Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen für ein kleines Projekt noch so zwischendurch. Klein und im Bundesliga-Manager. Naja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich hatte sowieso vor, den 13er-Part zu trainieren und da ich ja den 11er nicht gespielt habe, den 12er bis jetzt noch nicht gespielt habe, wollte ich einfach noch mal ein bisschen reinschauen, um mich noch mal ein bisschen so vorzubereiten, und dazu fangen wir doch einfach mal ein neues Spielchen an. Entschuldigung, das wird erstmal nur der Test-Part, ja. Schon natürlich karrieremodisch. Modus. Und wie sie das gehört, starten wir in einer unteren Liga an. Kann man nicht auch eine echte Vereinskarriere? Karrieremodus. Drei zufällige Charakter. Start in einer zufälligen Liga. Das klingt doch auch ganz cool. Machen wir einfach mal das und gucken wir einfach mal so, was wir da für Angebote bekommen. Wir nehmen den Standard-EA-Datenbank. Das verringerte Transferbudget für die erste Saison nehmen wir mal rein, und mit zukünftigen Transfers, die können auch ruhig da rein, damit werden wir eh nicht so viel zu tun haben. So, Länder, dann nehmen wir mal die empfohlene Konfiguration, empfohlene Ligen, da ist Deutschland dabei, da ist Deutschland, Deutschland geht bis dritte Liga, das wollen wir aber bis Regionalliga, wollen wir Deutschland, denn das nur, das macht Spaß. Und hier nehmen wir noch die Empowership mit rein. Serie B ist für mich hier auch noch ein ganz, ganz klarer, ein Muss quasi, hier auch noch die Liga, muss auch noch mit dazu, ne? So, was haben wir denn hier noch, was können wir denn hier noch nehmen, da haben wir noch die Türkei, ist auch immer, die erste Liga nehmen wir da auch noch mit rein, und schauen wir mal kurz drüber. Dänemark, dann war auch nochmal die Super League, und der Rechner wird am Limit arbeiten. Ja, dann lassen wir es vielleicht doch nochmal und gehen nochmal. Ach, wir starten jetzt einfach so, das sieht doch schon so ganz gut aus. Wenn wir hier die Cottbusser sehen im Hintergrund. In dem schönen Ladebildschirm. Ich habe die Musik mal ausgestellt, Mama weiß ja nie, wer so mithört. Hä? GEMA? Nee. Man weiß es ja nicht, ne? Deswegen einfach mal Musik aus hier in dem Part. Und das wird jetzt auch nur ein kleiner, kurzer Intro-Part. Da werde ich euch noch schnell zeigen, so welchen Verein nehme ich denn. Und eine Persönlichkeit anlegen. Wie heißen wir denn? Thomas Schaf heißen wir. Ja, wir sind männlich, haben am 23.01.1979 Geburtstag und ein Porträt. Ja, was sieht uns denn am ähnlichsten? Ja, das ist doch Thomas Schaf, wie er im Buche steht. So, Länder, Nationalität. Zweite Nationalität haben wir natürlich keine. Wir sind Muttersprache Deutsch, aber wir können schon Englisch. Ja, so viel muss sein. Ist ja auch wie. So, meine Lieblingsmannschaft ist natürlich Werder Bremen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Werder. Da, Werder Bremen. Niemals trainieren. Ich sag mal immer so, sagt niemals nie. Und den Schwierigkeitsgrad dürfen wir gar nicht auswählen, oder was? Genau, da ist der Schwierigkeitsgrad. Den nehmen wir. Lassen wir alles auf normal. So, die grüne Krawatte. Das ist ja im Prinzip auch alles hier Bullshit. Können hier noch ein bisschen rumspielen, aber. Naja, Thomas Schaf ist eher weißer Natur. Sein Haarschnitt wird es wahrscheinlich hier nicht geben. Ich glaube, da war der erste schon ganz gut. So, wir lassen das einfach mal so, ne? Das ist ja auch. So, wollen Sie sich auf Fußball pur konzentrieren? Mit ohne Privatleben. Aber wir nehmen einen Finanzassistent, weil Finanzen habe ich nicht so viel Lust. Aber wir gucken ihn auf jeden Fall mal über die Schultern. Wir sind ledig, und das sind unsere Angebote. Wir haben Angebote vom FC Augsburg. Das natürlich wahrscheinlich schon mit das Interessanteste wäre. Wir dürften zumindest in der Bundesliga starten. Rot-Weiß Essen. Ich meine, der würde mich auch sehr reizen. Kontostand 230.000, Fanbasis 37.000. Das sieht auch alles ganz gut aus.
Ich würde sagen, wir verhandeln mal mit Rot-Weiß Essen. Ich hätte gerne bei Auslandsangeboten die Freigabe und hier und verhandeln wir mal. So, da haben wir unsere beiden und unterschreiben dann einfach mal einen Vertrag. Bis 2014. Da will ich jetzt hier nicht viel groß verändern. So, willkommen bei Rot-Weiß Essen. Einige Reporter, auch der Vertreter einiger wichtigen landesweiten Sportstätten sind anwesend, als sie ihren ersten Arbeitstag antreten. Vorstand, das Präsidium erwartet von Ihnen eine Saison mit dem Platz 10. Joa, Platz 10, okay. Und die Fans kennen Sie nicht, hoffen das Beste. Das könnt ihr auch annehmen, Freunde. Eine Nationalmannschaft auswählen, das werden wir, glaube ich, noch nicht machen, weil ich mich erstmal nur auf meinen Verein konzentrieren möchte. Montpellier. Da gucken wir mal rein, mit wem wir hier so zu tun haben. Viele zweite Mannschaften, war ja zu erwarten. Gut. Gesichertes Mittelfeld ist das Ziel. Für Transfers haben wir nichts zur Verfügung. Das ist auch sehr gut. Sponsoren sind besorgt. Jobsicherheit ist Mittel. Das Präsidium behält 7% Reserve. Sie können 30% ihres Budgets auf andere Budgets verteilen. Gut. Also, Dekoobjekte, ja, die sind auch ganz furchtbar notwendig und brauchen wir auch dringend. Ihr erster Tag bei Rot-Weiß Essen. Neue Herausforderung für Thomas Schaaf. Drückt man denn diesen Sony-Dings hier weg? Ja, mitten der Beiträge. Ihr Verein hatte 75.000 Mitglieder für die neue Saison erhalten. Sie können die Mitglieder, ja, das machen wir aber auch noch nicht. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Objekte platzieren, da machen wir mal nichts. Das ist Quatsch. Hier, da wollte ich hin, in die Spieloption gehen wir mal zuerst. Ich muss mich hier mal ganz kurz umgucken. Schwierigkeitsgrad haben wir ja eingestellt. Okay, dann müssen wir in die Voreinstellung. Wir wollen immer nur einen Tag simulieren lassen, weil wir ja auch immer einiges zu tun haben. Torschützen anzeigen. Boah. Das ist auch gut und jetzt mit rechter Maustaste, das ist auch immer ganz wichtig, ne, damit wir da so 3D-Einstellungen, was können wir hier noch so einstellen? Spielerinfo, Kamera normal ist auch gut. 3D-Rasen. Weiß zwar nicht, wie der aussieht, wir nehmen es einfach mal rein. Und hier setzen wir auch mal die Haken rein. Detailstufe hoch. Spielernamen in Ballnähe finde ich gut. Und dann gucken wir noch mal ganz kurz auf unser Team. Das ist unser Team hier in der dritten Liga. Bevor ich das nächste so alles so starten werde, werde ich erstmal diese Folge rendern und schon mal hochladen, damit ihr überhaupt wisst, dass wir etwas hochladen wollen. Ja, und wir sehen uns da gleich zur nächsten Folge wieder. Also ihr auch gleich. Ich lade jetzt nur die erste Folge hoch, werde dann aber direkt auch die andere Folge hochladen. Also bis gleich.